Grüßt euch, liebe Leitln. Hallo, grüß Gott. Da ist der Peter von Leibniz Werkstatt. Ich stehe neben meiner Bandsäge, die Hammer N4400. Und die Bandsäge ist eigentlich ein sehr vielseitiges Werkzeug oder vielseitige Maschine in der Holzbearbeitung. Wenn es mich nicht ganz täuscht, war es auch eines der ersteren Maschinen in der Geschichte, die in die Holzwerkstatt eingezogen ist. Bandsäge kann man vielseitig verwenden. Man kann Massivholz auftrennen, man kann Kurvenschnitte machen, man kann damit Kreise sägen. Was, glaube ich, auch die wenigsten wissen, und ich habe mich auf YouTube schlau gemacht auch, es gibt eigentlich sehr, sehr wenige beziehungsweise fast gar keine Videos zur Bandsäge. Man kann auch damit schleifen. Mir hat es schon immer fasziniert auch, dass ich mit der Bandsäge schleifen kann. Wie man die Schleifeinrichtung jetzt bei der Hammer N4400 montiert und verwendet, werde ich euch in diesem Video zeigen. Bevor wir natürlich die Schleifeinrichtung montieren, zeige ich einmal euch diese. Das ist das Teil da. Und wie wir das jetzt montieren, zeige ich euch. Wie man das Bandsägeband wechselt oder entfernt, glaube ich, brauche ich euch nicht so richtig sagen. Die, was die Maschinen haben oder ähnliche Maschinen, die wissen das eh alle. Ein Bandsägeband zusammenlegen geht ja auch ganz einfach. Einmal, dann hat man die drei Ringe und wenn man fünf Ringe braucht oder haben will, greift man einfach nur mal darunter, dreht das Band wieder und man hat dann fünf Ringe. Oder auch nicht. Jawohl. Um die Schleifeinrichtung nutzen zu können, müssen wir die obere Bandführung und auch die untere Bandführung entfernen. Dass ich da hinten die Schrauben auftrage und die Bandführung wegtue. Die obere Bandspannung, die obere Bandführung ist auch ganz leicht zum Entfernen. Es ist da eine Schraufe, die macht man locker. Ich blende euch ein Bild davon ein, von der Schraufe. Die macht man locker. Und dann dreht man einfach das Teil um und dann kann man das entfernen. Zum Montieren von dem Teil ist es auch ganz einfach, das einfach da aufsetzen und mit der Imbus, also Sechskantschraufen, anschraufen. Schauen, dass es schön sitzt da drinnen und festziehen. Was wir noch nicht gemacht haben, dann können wir die Auflagefläche montieren. Wir haben da zwei verschiedene, einmal so was Rundes und einmal halt das Eckige. Ich habe jetzt das Runde da montiert, ich kann aber auch genauso das Eckige montieren. Da ist genauso eine Imbusschraufen drinnen. Jetzt haben wir das montiert. Jetzt können wir das wieder, die Führung wieder oben tun, wie weit dass wir es auch rum wollen. Und wir können dann schon
ein Schleifband aufspannen. Wir haben das jetzt montiert und jetzt gehen wir es dann noch einstellen, damit es passt auf der Bandsäge. Was zu den Schleifbändern zum Zogen ist, es sollten Gewebe sein, also Gewebebänder, und sie sollten natürlich gleich lang sein wie das Bandsägeband. Ganz normal einlegen wie ein Bandsägeband. Man hat dann noch eine extra Schraube, das kann man auch damit verstellen, wenn das wirklich auf den Millimeter genau sein muss. Falscher Imbus, dann kann man die Schrauben da verstellen, macht das hinten da ein bisschen locker. Nachher verschiebt sich das auch. Und das kann man damit einstellen, dass das wirklich passt. So. Und man hat dann nachher da herunten noch eine Stellschraube, damit das schön da anliegt. Ich finde es eine ganz tolle Sache, dass man mit der Bandsäge auch schleifen kann. Nach dem Gebrauch unbedingt die Bandspannung lösen. Dadurch, dass das ein Gewebe ist und man das ein, zwei Tag, eigentlich einen Tag gespannt lässt, dehnt sich das so aus, dass das dann auch beim nächsten Mal nicht mehr funktioniert. Also unbedingt die Bandspannung lösen, sodass das wirklich schön flattert. Dann kann man es am nächsten Tag auch wieder verwenden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen zum Thema Bandsäge und Schleifen. Dann täte ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bitte lasst mir einen Kommentar da, Abo darf ihn natürlich auch darüber freuen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Peter von Leimis Werkstatt.